Ein Wunder, wunderschönes, gutes, gesegnetes, herrliches neues Jahr wünsche ich dir, deiner ganzen Familie und allen, die zu dir gehören. Und ich bin tief beeindruckt. Erster Gottesdienst live, Sonntag im neuen Jahr und hey, du bist hier, voll dabei, oh, am Livestream, herzlich willkommen. Ich bin tief berührt, dass du da bist. Stell dir mal vor, du wärst jetzt irgendwo, sag ich mal, in einem Möbelcenter und schaust schöne Möbel an. Ist ganz cool, aber hier ist einfach tausendmal besser. Weil hier ist das Haus von Gott. Und ich wünsche dir für das neue Jahr, dass all das, was Gott der Vater für dich geplant hat, in Erfüllung geht. Und wenn das passiert, was Gott geplant hat für dich und für mich, dann wird es ein gutes Jahr werden. Weil unser Gott ist ein guter Gott. Und ich glaube, ich habe eine ganz, ganz wichtige Botschaft für uns, für mich, für dich, für dieses Jahr. Und ich nenne sie mal dein wichtigstes Tool für das kommende Jahr. Und es ist ein Tool, was an jedem Tag, an jedem einzelnen Tag deines Lebens dir helfen wird, in dem drin zu sein, was Gott für dich hat. Schaut mal, jeder Handwerker hat Tools, hat Handwerkzeug, hat Gerätschaften, er hat einen Hammer und einen Meißel und eine Zange und einen Akkubohrer und eine Schleifmaschine, was immer er gerade tut. Jeder Okkultist hat Handwerkszeug. Ja, die machen da ihre Beschwörungsrituale und irgendwie Knochen und Kaffeesatz und was weiß ich, was sie alles brauchen an Handwerkszeug. Und die Militärs, die haben ihr Handwerkszeug. Die haben Panzer und Waffen und Raketen und Strategien. Und die Mafia hat ihre Werkzeuge. Ja, Verschwörungen und Geheimbünde und Mörder, die überall positioniert sind und Gelder erpressen. Und sogar Politiker haben Werkzeuge. Das sind ihre Reden und ihre Beziehungen und ihre Partei. Jeder hat irgendwo Werkzeuge, stimmt's? Jeder. Jeder gebraucht Dinge, die ihm nützen und die dazu führen, dass das passiert, was wichtig ist. Die Wirtschaftsbörse, die Ölmilliardäre, die benutzen ihr Geld, ihre Ressourcen, ihren Besitz, um das zu erreichen, was sie haben wollen. Die Sportler benutzen ihre Muskeln, ihre Geschwindigkeit, ihre Schnellkraft, ihr Training, ihre Trainerin, was auch immer, um das zu erreichen, wozu sie hier auf der Erde sind. Und Christen, Nachfolger von Jesus, haben genauso ein Werkzeug, was für sie den Himmel aufschließt. Und das nennen wir Gebet. Und ich möchte heute über das wichtigste Werkzeug sprechen, was Gott dir in deine Hand gelegt hat. Und manchmal ist es so, als wenn das Werkzeug ja so im Schrank liegt. Ist ganz toll, sieht auch klasse aus, aber es wird einfach nicht benutzt. Und ich glaube, heute nach dieser Predigt wirst du dieses herrliche Werkzeug in viel stärkerer Weise benutzen. Es ist eine spirituelle Waffe. Gebet verändert die ganze Welt. Und am allermeisten verändert Gebet dich und mich. Und deswegen möchte ich gerne darüber sprechen. Ich weiß, dass einige jetzt da sind und sagen, oh nee, ausgerechnet jetzt über Gebet. Ich habe dann schlechtes Gewissen. Wenn du wüsstest, wie wenig ich gebetet habe die letzte Woche. Vielleicht sagt jemand, wenn du wüsstest, wann ich das letzte Mal gebetet habe. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich habe noch nie gebetet. Leute, herzlichen Glückwunsch, dass du da bist heute Morgen. Deswegen bist du da. Und ich dachte so an eine Hausfrau, die ihre Schublade in der Küche oder im Wohnzimmer aufmacht und da liegt das schöne, herrliche, von Oma und Opa vererbte Silberbesteck da drin. Du hast länger die Schublade nicht mehr aufgemacht und jetzt machst du sie auf und das Silber ist total dunkel und schwarz geworden. Mit so einem dunklen Teint oben drüber. Weiß irgendjemand, wovon ich gerade rede? Das schöne Silber von Oma und Opa.
Wenn das bei uns daheim passiert, dann sagt meine Frau, wir müssen unbedingt das Silber muss unbedingt poliert werden. Und sie weiß dann auch schon, wer es macht. Weil es ist eine dreckige Arbeit. Und Silber, ihr Lieben, ist dafür da, dass es strahlt und glänzt. Und manchmal ist es so in unserem Leben, dass unser Gebetsleben auch mal wieder eine neue Politur braucht. Dass es mal wieder zum Glänzen gebracht wird. Und mir war, heute Morgen wird genau das passieren. Dein Gebetsleben, mein Gebetsleben wird richtig auf Hochglanz gebracht. Oder denk mal im Herbst, wenn draußen der Wind bläst. Viele von uns haben das schon erlebt. Und dann lassen wir die Drachen steigen. Die sehen ganz verschieden aus. Und das Entscheidende ist, wenn der Drache nach oben geht, dass du mit ihm in Verbindung bist durch die Schnur. Und die Schnur darf nie, nie, niemals reißen. Das ist das Allerwichtigste, sonst ist dein Drachen weg. Und ich dachte mir, genauso ist es in unserem Gebetsleben. Die Schnur, die Verbindung zu Gott, die darf niemals reißen. Sonst ist der ganze Wind des Heiligen Geistes und die Power, die Gott gibt, nützt gar nichts, weil die Schnur, die Verbindung zu ihm ist gerissen. Neulich kam mein Enkelsohn zu uns nach Hause. Und Enkelsöhne, ich weiß nicht, wie eure Enkelkinder sind, aber wenn die zu uns nach Hause kommen, dann ist Rambazamba. Also da ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da ist richtig, da geht's zur Sache. Und was meine Enkelsöhne am liebsten mögen, ich weiß nicht, woher sie das haben, ist Fußball. Sie wollen einen Ball. Mitten in der Wohnung, wo all die schönen Dinge stehen, ja, und Glasscheiben ohne Ende. Und jetzt habe ich keinen Fußball gehabt, schon gar keinen Lederball, aber ich habe einen alten Ball im Keller gefunden. Das einzige Problem war, und das war dann letztendlich ein Riesenvorteil, er hatte keine Luft mehr drin. Er war platsch. Er war rund und schön, sah ganz toll aus, aber keine Luft drin. Und ich habe dann gekickt mit dem Ball. Und weißt du, wenn du gegen einen platten Ball, da kommt keine Power zustande. Das ist wie Hempfli, Bämpfli. Nichts geht ab. Stell dir vor, Messi, ja, zieht voll ab. Endspiel, Weltmeisterschaft und der Fußball ist platsch. Dann kriegt selbst er nicht rein. Und so ist manchmal das Gebetsleben. Alles ist eigentlich okay, es sieht so schön rund aus, alles läuft. Aber wenn keine Luft drin ist, wenn nicht der Heilige Geist, wenn dein Gebetsleben nicht zur vollen Blüte gekommen ist, da ist keine Power dahinter. Du schießt, aber es geht nichts ab. Und mir war heute, als wenn Gott wieder ganz neue Luft reinpumpt in dein Gebetsleben, indem die Schnur wieder richtig gefestigt in deiner Hand ist und das Silberbesteck in deiner Schublade des Gebetslebens richtig aufpoliert wird. Deswegen sind wir hier. So, jetzt können alle ganz schnell den Raum verlassen, die nicht weiterhören wollen. Alle anderen werden nachher, wenn sie rausgehen, mehr Lust auf Gebet haben, als wo sie reingekommen sind. So, ich würde euch gerne mitnehmen, dass wir zu Jesus gehen. Und bei Jesus, wenn du sein Leben studierst in den Evangelien, passiert etwas sehr Interessantes. Jesus gab dem Gebet eine absolute, megamäßige Vorrangstellung. Nichts in seinem Leben war wichtiger als Gebet. Und ich habe gedacht, ich gebe uns mal nur ein paar Punkte, schmeiß die mal hier kurz an die Wand, wo ihr sehen könnt, was für Jesus wichtiger war. Und da sind wir erstaunt, wenn wir sehen, was das ist. Zum Beispiel Lukas 5,15, da zog sich Jesus einfach vor den Menschenmassen zurück, die Heilung brauchten und die bepredigt werden wollten, ja. Praktisch, Jesus würde aus dem Sonntag Gottesdienst rausgehen, könnte ich eigentlich auch mal machen, ja. Mitten aus der Predigt sagt, okay, ich ziehe mich jetzt zurück. Und er war alleine mit seinem Vater und betete. Weil Gebet war für ihn wichtiger als all die Menschenmassen, wichtiger als Heilung, wichtiger als Wunder, wichtiger als Predigt. Stell dir das mal vor. Für Jesus war wichtiger, mit dem Vater zu reden und im Gebet zu sein, als Ruhe und Freizeit zu haben. Markus 1,35 sagt, er stand früh morgens auf, um 3 Uhr, um 4 Uhr, um mit Gott alleine zu sein und die Dinge für den Alltag im Gebet vorzubereiten und im Geist freizusetzen. Für Jesus war Gebet wichtiger als Schlaf.
Lukas 6 sagt uns, er betete die ganze Nacht durch, nur für seine 12 Apostel. Was heißt nur? Diese 12 Männer, die dann die Erde später, 11 plus einer, der später dann dazu kam, die Erde, die damalige Erde verändern sollten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber Jesus hat eine ganze Nacht dafür geopfert, auf Schlaf verzichtet, im Gebet verbracht, damit das passieren konnte. Für Jesus waren sogar die Gebetszeiten wichtiger als Beziehungen. Wir lesen in Johannes 7, 53 etwas ganz Erstaunliches. Jesus war mit den Leuten zusammen gewesen und dann dieser eine kleine Satz, da heißt es, und alle gingen heim. Alle gingen nach Hause, Punkt. Jesus aber ging zum Ölberg. Und Ölberg war der Ort Gethsemane, wo er immer gebetet hat, wo er mit seinem Vater Gemeinschaft hatte. Weil Gebet war für ihn wichtiger, als daheim zu sitzen. Ich habe gedacht, was haben denn die Leute, die nach Hause gingen, was haben die da gemacht? Ich weiß genau, was die gemacht haben. Die haben sich ein schönes Steak gekocht oder gebraten. Schön, die Öko-Leute, einen schönen Salat mit Kräutern. Und die mehr derberen Leute so ein Salami-Brot und Leberwurst geschmiert und dann in den Ofen angezündet. Manche haben sich eine Netflix-Serie reingezogen. Manche haben Skat gespielt oder Mensch, ärgere dich nicht. Kennt ihr noch diese alten Spiele? Monopoly, einige waren richtig gut drauf. Aber Jesus ging zum Ölberg. Weil Gebet war für ihn wichtiger als alles andere. Kann jemand dazu einen Amen sagen? Für Jesus war wichtiger Gebet als Personalpolitik. Er hätte da die Leute irgendwie rekrutieren können, stundenlange Personalgespräche führen. Aber er sagte seinen Jüngern, er sagt, Freunde, das läuft anders. Matthäus 9, Vers 38, bittet den Herrn, geht ins Gebet und bittet den Herrn, dass er Arbeiter hinaussende in die Ernte. Das ist viel wichtiger, dass wir darum beten, als alle Kunst der Rekrutierung anzuwenden. Für Jesus war, mach mal hier einen Punkt, aber es gibt zu viel in der Bibel. Essen und Trinken war nicht so wichtig wie Gebet. Manchmal ging er hungrig ins Bett. Manchmal hatte er nicht einmal Zeit zu essen und zu trinken, steht in der Bibel. Weil Gebet war wichtiger als alles andere in seinem Leben. Publicity, öffentliches Ansehen, Werbeveranstaltung war für ihn nicht wichtig. Gebet war für ihn viel wichtiger als die Öffentlichkeit. Ja, aber alle suchen dich. Alle wollen mit dir Kontakt haben, Jesus Christ, haben die Leute gesagt. Und Jesus zog sich zurück und war alleine auf dem Berg, um zu beten. Nach großen Veranstaltungen, großen Siegen ging er auf den Berg, um zu beten. Vor großen, großen Stürmen, Herausforderungen, wo er auf dem Meer ging, auf dem See ging, war er im Gebet. Du findest ihn überall in der ganzen Heiligen Schrift. Du findest Jesus im Gebet, weil für ihn war Gebet das aller Wichtigste auf der ganzen Welt. Was ist für dich das Wichtigste? Was ist für mich das Wichtigste? Für Jesus, und jetzt kommt was ganz Schockierendes. Are you ready für was Schockierendes? Ja? Das kannst du kaum glauben. Für Jesus war Gebet wichtiger als Seelsorge. Eines Tages kommt er zu Petrus und sagt, hey Petrus, du hast echt Probleme. Ja, I know. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist nicht zu ihm hingegangen, sagt, du, ich mache jetzt mal Glaubensseelsorge an dir. Hat er auch gemacht, zu einem anderen Zeitpunkt. Sondern Jesus sagt, was noch wichtiger ist, Petrus, ist, dass ich für dich gebetet habe, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe für jeden hier in der Kirche, unsere Mitglieder, Gäste und Freunde, in dieser letzten Zeit gebetet, dass dein Glaube stark wird in dem Herrn, in der Kraft und Macht seiner Stärke. Ich habe für dich gebetet, für unsere Teams, für unsere Mitarbeiter. Und vor allem habe ich eins getan, ich habe Gott gedankt für dich, dass es dich gibt. Einen Repräsentanten von Jesus hier auf der Erde, die so kalt und so verloren ist. Hey, da brauchst du Männer und Frauen, die ihren Glauben leben und die mit Gott eng verbunden sind. Und dafür müssen wir beten. Wer es glaubt, sagt Amen. Für Jesus war Gebet wichtiger als die Erwartungen der Menschen. Die Menschen sagen, du musst jetzt kommen, du musst jetzt heilen, du musst mir helfen, meinem Kind. Für Jesus war Gebet wichtiger. Und er ging auf den Berg und er betete dort. Und er sagte seinen Jüngern, damit die kapieren, um was es da geht, er sagte, schaut, ohne meinen Vater, ohne den Gott des Himmels und der Erde, ohne meinen besten Freund, kann ich nichts tun. Deswegen war Gebet das Wichtigste
für Jesus. Jetzt machen wir mal einen ganz schnellen Schwung, ein paar Jahre weiter, gehen in die erste Kirche, die es überhaupt auf der Erde gab, in Jerusalem. Wir nennen sie heute die Urgemeinde. Das hat nichts mit einer Uhr zu tun, sondern mit der ursprünglichen Kirche. Das ist die Urgemeinde in Jerusalem. Hey Freunde, und da lief das ganz genauso wie bei Jesus. Schaut euch das mal an hier, an der Leinwand. Das Erste, was sie nach Jesu Himmelfahrt taten in dieser Kirche, ist Gebet. Können wir dieses Wort mal ganz laut aussprechen, wenn ich am Ende des Satzes angelangt bin? Das Erste, was sie nach der Himmelfahrt Jesu taten, war? Okay, alles, was fett gedruckt ist, wird jetzt laut ausgesprochen. Als ein neuer Apostel anstelle von Judas gesucht wurde, taten sie was? Ihr wisst alles. Als der Heilige Geist am Pfingsten fiel, eines der gewaltigsten Ereignisse, das bis dahin die ganze Erde gesehen hat, wo waren sie und was taten sie? Sie waren im Gebet, im Obersaal. Im Alltag, das Gemeindeleben bestand darin, dass sie beständig jeden Tag wo blieben? Im Gebet. Sie praktizieren öffentlich im Tempel, auf den Straßen und in den Häusern was? Das Gebet. Sie hatten Nachmittag, stellt euch vor, um 15 Uhr, wenn wir Schafe gehen, ja, im Schwabeländle, um 15 Uhr nachmittags hatten sie immer ein Treffen und sie trafen sich zum? Nach heftiger Verfolgung taten sie eines zuallererst. Die Gemeindeleitung, ob ihr es glaubt oder nicht, verharrte beständig in was? Im Gebet. Selbst im Martyrium tat Stephanus was? Er vergab seinen Schächern, Verfolgern und Mördern und er tat dies im? Als Petrus im Gefängnis war, auch verfolgt wurde, betete die ganze Gemeinde eine Sache und sie tat was? Sie beteten. Sie waren versammelt im Gebet und Petrus kam aus dem Gefängnis wieder raus. Ihr Lieben, ein Schnelldurchlauf durch die Apostelgeschichte in der Urgemeinde in Jerusalem. Die ganze Gemeinde war voll Gebet. Meine Frage war, Herr, findest du diesen Zustand in deiner Kirche heute? Jesus sagte über Endzeit, er sagte, wird der Herr, wenn er kommt, diesen Glauben an anhaltendes, beständiges, durchdringendes Gebet auf der Erde finden? Wie bei dieser bittenden Witwe. Wird der Herr, wenn er kommt, genau diesen Glauben für dieses Gebet finden? Und ich dachte mir, heute, wenn wir aus dem Gottesdienst rausgehen, wird dein Glaubenslevel für beständiges Gebet um eine mächtige Stufe nach oben geschnellt sein. Ich würde jetzt im Folgenden gerne über einige Knackpunkte für ein powervolles Gebetsleben sprechen. Ich glaube, das wird dir viel Spaß machen, viel Freude. Aber was ich nicht machen werde, die Punkte an die Wand schmeißen, sondern wenn dir was wichtig geworden ist, schreib es einfach auf. Mach dir einen Knoten ins Ohr oder in deinen Finger oder in dein Hemd, dass du es nicht vergisst. Einige der Dinge sind für einige ganz neu, für andere sind es ganz, ganz bekannte Dinge. Und die Bibel sagt, durch das Hören wird Glaube in unseren Herzen gewirkt. Punkt Nummer eins, du musst zuallererst wissen, wenn du ein powervolles Gebetsleben führen willst, du bist willkommen bei deinem himmlischen Vater. Herzlich willkommen. Wenn du an den Vater im Himmel denkst, dort bei ihm, in seinem Herzen beginnt Gebet, dann musst du wissen, du bist willkommen bei ihm. Viele Christen denken ja, oh Herr, ich warte auf dich, ich harre auf dich. Sind ja auch hier und da mal, ab und zu mal Ausdrücke in der Bibel. Nicht so stark, wie viele das denken. Aber wenn es darum geht, dass jemand im Gebet wartet auf irgendjemand, dann ist es Gott, der auf dich wartet und nicht so sehr du auf ihn. Hey, Gott wartet auf dich. Gott hat schon heute Morgen auf die Uhr geschaut und sagt, warst du schon bei mir? Und wir alle waren schon bei ihm, als wir eben ihn mit unserem wunderbaren Worship-Team angebetet haben und seinen Namen groß gemacht haben. Oh, Hail King Jesus. Kann jemand dazu Amen sagen? Ehre sei dem König Jesus. Das ist Gebet, Anbetung. Und nicht, du hast so viel wahnsinnige Sehnsucht nach ihm, sondern die Wahrheit ist, er hat wahnsinnige Sehnsucht nach dir, dass du bei ihm bist.
Das ist deine Bestimmung. Das, was Jesus seinen Jüngern sagte, als er sie auserwählte und in den apostolischen Dienst einsetzt, er sagt, und eins, das Wichtigste ist, ihr sollt bei mir sein. Ihr sollt an meinem Herzschlag sein. Ihr sollt in meiner Nähe sein. Ihr sollt unter meiner Inspiration sein. Ihr sollt an meinen Lippen kleben. Ihr sollt ganz nah an mir dran sein. Das ist Gebet. Es ist Gemeinschaft mit Gott. Es ist Gemeinschaft mit Jesus. Es ist deine Bestimmung. Das Zweite ist, du bist nicht nur willkommen bei Gott, dem Vater, sondern du bist sogar würdig, in die Gegenwart Gottes hineinzutreten, was im Alten Testament fast unmöglich war für den durchschnittlichen Menschen. Du bist würdig gemacht, indem Gott dich rein gewaschen hat von aller Schuld und Sünde und durch das heilige Blut von Jesus jeden Flecken, jeden dreckigen Punkt in deinem Herzen weggewaschen hat. Und plötzlich gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und zwar nicht aufgrund deiner Leistung und weil du so viel gefastet hast und so fromm warst und immer gelächelt hast und gerufen hast, Halleluja, wenn Halleluja dran war, sondern weil Jesus Leistung gebracht hat für dich, als er am Kreuz für dich gestorben ist. Er hat alles gegeben, damit wir alles haben und bekommen können, auch im Gebet. Du bist würdig. Du bist gewollt und begehrt und gewünscht bei Gott. Du sollst zum Thron der Gnade kommen, mutig, so wie wir singen, mutig komme ich zu dem Thron. Der Weg ist frei durch das Blut. Es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Und in Kühnheit sollst du das tun, wozu du geschaffen bist, nämlich beten. Du bist geschaffen für Gebet. Gebet heißt Gemeinschaft mit Gott. Wir sind geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott. Schon im Paradies war das so. Wir Menschen wurden geschaffen für die Zeit mit Gott, fürs Gebet. Und wenn Gebet nicht in unserem Leben ist, hey, verpassen wir die Bestimmung unseres Lebens. Und ich werde dir austreiben heute und mir auch, das Gebet was Furchtbares, Langweiliges, Ätzendes ist. Oh, furchtbar. So ein Gebet ist was Schönes. Du kommst direkt ans Herz der wunderbarsten Person im ganzen Universum. Der sagt, hier bin ich, dein Papa. Aber heißt geliebter Papa. Du bist bei mir willkommen. Du bist mein geliebter Sohn und mein Töchterlein. An dir habe ich meine Freude. Das ist der Ort, wo wir hingehen im Gebet. Und du bist nicht nur würdig durch das Blut Jesu, sondern du bist auch bevollmächtigt, zum Thron Gottes zu kommen und zu erscheinen. Bevollmächtigt, weil Gott hat dir Vollmacht gegeben, zu ihm zu kommen in seinen Thronsaal im Gebet, bei ihm vorstellig zu werden. Ich habe mir das früher immer so vorgestellt bei meinen eigenen Kindern, wie es nicht ist und wie es Gott überhaupt nicht vorstellt. Stell dir vor, ich sitze in meinem winzig kleinen Büro daheim. Und es klopft an die Tür. Die Tür geht langsam, ehrfurchtsgebietend auf. Ich drehe mich in meinem Drehstuhl vom Schreibtisch um. Mein Blick fällt auf die Tür. Ein kleiner Mann, mein dreijähriger Enkelsohn, Karl oder wen auch immer, ich habe ja genügend Auswahl, rutscht auf den Knien in mein Büro. Erlauchtet Großdaddy, welch große Gnade du mir erweist, dass ich dir heute nahen darf. Du unnahbarer, großer, weiser und kluger, dürfte ich noch einen Zentimeter näher kommen? Ich würde sagen, hey Charlie, Karl, ist noch alles, versteht ihr? Und eins kann ich dir sagen, so geht's bei uns daheim nicht zu. Da wird nicht mal geklopft, die Tür auf, Karl steht dort und zack, die 3 Meter, ja, bis zum Schreibtischstuhl, zack, sitzt auf dem Schoß und dann wird mit dem Schreibtischdrehstuhl ein paar Runden Karussell gedreht, dann geht's zum Telefon, alles, was er am liebsten spielt und da wird alles Mögliche gemacht, weil er sich wohl fühlt. Und ihr Lieben, das ist genau, wie Gott sich das vorstellt mit dir und mit uns. Er freut sich an uns. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine Söhne und Töchter. Seine Schnucki-Putschis, seine Darlings. Im Hebräischen heißt er seine Jedidias, seine besonderen Lieblinge, sein Kunstwerk. Hey, vielleicht schubst du den Nachbarn mal ganz liebevoll an und sagst, hey, er redet gerade von dir.
Komm, geben wir unserem Herrn mal einen richtigen Applaus. Er ist so wunderbar. Ja, jetzt nächster Punkt. Ich habe auch so viele. Wie kommen wir jetzt zu ihm? Wie macht man das? Und ich sag euch mal, wie das bei mir funktioniert. Und es funktioniert immer. Und ich dachte mir, wenn es bei mir funktioniert, könnte es sein, dass es nicht bei jedem anderen auch funktioniert. Ich habe mir überlegt, wie kommt man am besten zu Gott, wenn man im Gebet also sich aufmacht, die Tür geht jetzt auf, ja? Wie komme ich butschak, innerhalb von einer Sekunde auf den Schoß vom Vater? So, wie geht das? Genau wie es in der Bibel steht. Psalm 100, den musst du dir merken. Also Hausaufgabe. Psalm 100, ganz kurzer Psalm. Ich verrate nicht mal alles, was da drin steht. Psalm 100 für dich als Hausaufgabe daheim lesen. Das kannst du dir doch merken. 100, wie der 100-Euro-Schein. Okay? Psalm 100, 100. Und da steht drin, wie du zu Gott kommen sollst. Da steht drin, wenn du zu Gott kommen willst, sag ihm erstmal alle deine Probleme. Schütte dein Herz aus und sag, wie furchtbar die Welt ist und wie grausam der Krieg in der Ukraine und Putin und alles, was schrecklich ist in China und Taiwan und alles. Sag ihm erstmal, schütte mal deinen Müll aus. Steht das dort geschrieben? Nein. Genau das Gegenteil steht dort. Ihr Lieben, so kommen wir nie zu Gott. Das Gebet beginnt nie bei unseren Problemen, nie bei den Nöten dieser Welt, nie. Never ever, was immer das bedeutet. Unser Gebet beginnt bei Gott selber und zwar bei Lobpreis und Anbetung. Kommt vor seinem Angesicht mit Frohlocken, mit Jubel, mit Dankbarkeit, mit Lobpreis. Tretet ein, komm, mach die Tür auf. Und wenn du zu Gott gehst, du kommst mit Lobpreis zu Gott. Du sagst, Gott, Papa, du bist ein fantastischer Daddy. Du bist der Beste auf der ganzen Welt. Du bist millionenmal besser als jeder König auf der ganzen Welt, als jeder Kanzler, als jeder Präsident. Bei dir bin ich an der richtigen Stelle. Du magst mich, bei dir bin ich zu Hause. Du bist mein bester Freund. Du bist meines Lebens Kraft. Du bist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Ich komme vor deinen Thron mit Dankbarkeit, mit Kühnheit. Dankbar für all das Gute, was du tust, dass ich lebe. Ich war jetzt gerade mit jemand zusammen. Da haben wir gesprochen und gesagt, jeder von uns hier in diesem Raum müsste eigentlich schon tot sein. Überleg mal. Wir alle hatten schon Erlebnisse beim Autofahren, wo du plötzlich vielleicht zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen bist und da war gerade niemand da oder bist zu schnell in die Kurve gegangen oder als Fußgänger mit deinem Dackel da über die Straße und dann hat einer zu spät gebremst, aber gerade noch rechtzeitig. Wir alle könnten schon, du hast als Kind schon an der Steckdose gespielt und mit deinen beiden Fingerchen da versucht, ob auch wirklich was rauskommt. Wir alle, ihr Lieben, wir sind beschenkt mit Leben, dass du heute da bist. Vielleicht können wir Jesus mal einen Dank geben. Das ist der Grund, dass wir leben. Er hat uns beschützt. Er hat uns beschützt. Und so sollen wir vor ihn kommen. So beginnt Gebet mit seiner Güte und seiner Gnade, die jeden Morgen neu da ist. Dass er dein bester Freund ist. Dass niemand dich scheiden kann von seiner Liebe, die in Christus Jesus ist. So beginnt Gebet. Wer es glaubt, sagt Amen. Ein Vers aus dem Jakobusbrief hat mir immer geholfen in meinem Gebetleben. Der Jakobus schreibt doch tatsächlich Folgendes. Kapitel 4, Vers 18 kannst du übrigens lesen. Der sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, weil ihr nicht betet. Sag ich, was steht da? Wir haben Dinge nicht in unserem Leben, weil, kausaler Zusammenhang, weil wir nicht beten. Und dann habe ich einen Deal mit dem Jakobus gemacht. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, der es aufgeschrieben hat. Habe ich gesagt, Jakobus, exegetisch ist es erlaubt, diesen Vers umzudrehen. Und der lautet dann, ihr habt aber, weil ihr oder wenn ihr bittet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, aber ihr habt, weil ihr bittet. Kann jemand einen Amen dazu sagen? Deswegen, Gebet bedeutet für mich immer, ich werde etwas haben, was ich vorher nicht hatte. Ich gehe in Gemeinschaft mit Gott, mit Lobpreis und Dank und verherrliche ihn, sage, Vater unser, geheiligt werde dein Name. Auch so beginnt das Vater unser. Und ich weiß, wenn ich aus dieser Zeit mit Gott rausgehe, werde ich etwas haben, was ich vorher nicht hatte.
Halleluja, ihr Lieben, das ist Gebet. Du wirst danach etwas haben, was du vorher nicht hattest. Du siehst nicht immer gleich die Resultate. Du wirst es nicht immer gleich physisch sehen, aber in deinem Herzen wirst du wissen, mein Gott ist Hörer des Gebets. Und denk daran, wenn du betest, gibt es einen Feind. Es gibt einen Feind, der zittert, wenn du anfängst zu beten. Weil er weiß, seine Pläne werden plötzlich durchkreuzt. Seine Absichten werden außer Kraft gesetzt. Das Finstere und Böse, was er vorhatte, es wird nicht zustande können, weil du sagst, Vater, erlöse uns, befreie uns von allem Bösen. Und weil Gott dein Gebet erhört, befreit er dich von dem Bösen, was eben noch da war. Es gibt einen Feind, der zittert, wenn du betest. Und Gott ruft dich ins Gebet, weil das ist die Waffe gegen den Feind. Er zittert, wenn du deine Stimme zu Gott, dem Vater, erhebst, weil er weiß, eine riesige Niederlage steht vor der Tür für ihn. Kann jemand dazu Amen sagen? Eine riesige Niederlage. Wenn es diese Woche Tausende hier beten und Millionen vielleicht in Deutschland in dieser Fasten- und Gebetswoche. Was meint ihr, was es ein Schlag werden wird in das Reich der Finsternis? Wie Macht der Finsternis zurückgedrängt wird und das Reich Gottes herbeigerufen und aufgerichtet wird, wo es bis jetzt noch nicht sichtbar war. Gebet ist die edelste und effektivste Art, geistlich Herrschaft auszuüben. Die effektivste und edelste Form, wie wir das erfüllen, was der Apostel Paulus geschrieben hat. Wir sollen im Leben herrschen in Christus Jesus. Das geschieht durch Gebet. Wir merken, das sind Dinge nicht in Ordnung in der Familie. Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft. Das sind Menschen krank. Wir powern dagegen, bis die Krankheit weicht in Jesu Namen. Das sind Dinge in der Schule, an der Arbeitsstelle, in einem unwürdigen Zustand. Wir sagen, komm, du Reich Gottes, mit deiner Kraft. Wille des Vaters, guter, wohlgefälliger, vollkommener Wille des Vaters, geschehe wie im Himmel, so dort auf der Erde. Wenn wir beten, ihr Lieben, eine der größten Lektionen für mich in Bezug auf dieses herrliche Werkzeug des Gebets, was Gott uns gegeben hat, ist, wir sollen im Glauben beten. Auch das schreibt Jakobus auf so wunderbare Art und Weise. Er sagt, wenn du betest, dann bitte nicht zweifle, denn ein Zweifler wird nichts von Gott bekommen, sondern der, der glaubt, wird Berge versetzen. Der das Wort Gottes ernst nimmt und an den Worten Gottes festhält, wenn der Glaube kommt aus dem Hören der Worte Gottes, der wird sehen, wie die Berge weichen und die Hügel fliehen und die Täler aufgefüllt werden. Auch in Deutschland, auch in der Ukraine. Wir können für Präsidenten beten und Gott wird eingreifen. Bitte sag irgendjemand Amen an dieser Stelle. Denn alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Und ihr Lieben, wenn wir dann noch in Einheit beten, Matthäus 18, wo zwei oder drei oder 200 oder 300 oder in dieser Woche 2.000, 3.000 mehr und mehr hier in der Church und mit Millionen in Deutschland. Wenn wir zusammen beten, in Übereinstimmung, wie ein Symphonieorchester steht es im Griechischen, dann werden wir erleben, was die Verheißung Gottes uns verspricht. Dann wird euch der Vater geben, wofür ihr in Einheit gebetet habt. Der Himmel wird sich öffnen und Gott wird handeln. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen, sich demütigt und betet, und sie halten fest an meinen Verheißungen, sie kehren um von den bösen Taten, von dem Negativen, und sie hängen sich an mich, dann werde ich vom Himmel her hören, sagt der Herr, und ihr Land heilen. Das ist, was Gott in seinem Wort verspricht. Wisst ihr, in dieser Woche werden ganz viele von uns auch fasten. Ihr könnt mal ins Internet auf YouTube gehen unter dem Stichwort Fasten, mal schauen, was wir für wunderbare Videos detailliert, auch wie du fasten kannst, was du tun kannst, wo du dir anschauen kannst. Ganz viele werden voll fasten, einige werden eine Mahlzeit weglassen, manche machen ein Daniel-Fasten, manche trinken Fruchtsäfte nur noch. Was ganz viele tun, sie reduzieren das Internet. Ganz viele hören auf zu rauchen, nehmen keine Drogen mehr. Pütsche. Gutes Fasten. Ich gratuliere dir so herzlich dafür. Aber eines kann ich dir sagen, wenn wir fasten mit Gebet, das potenziert die Power im Gebet wie nichts anderes sonst. Wir selber werden gereinigt, auch sogar physisch passiert etwas in uns, aber vor allem unser Spirit, unser Geist wird sensibilisiert für das Reden Gottes. Plötzlich spüren wir ihn mehr. Wir verstehen die Worte Gottes, wenn wir die Bibel lesen, mehr.
während der Predigt hörst du deutlicher und klarer die Stimme Gottes. Wenn du deine Bibel liest, dann kann der Heilige Geist seine Impulse dir klarer geben. Die Gaben des Geistes sind stärker und intensiver spürbar und erlebbar, sogar in der Familie, am Arbeitsplatz, mitten im Alltag. Du bist sensibilisiert für die Stimme des Heiligen Geistes. Und Fasten ist nichts Besonderes, ihr Lieben. Fasten für Jesus und für die Christen ist normal. Manche machen so ein riesen besonderes Ding draus. Nein, nein, nein. Jesus sagt, wenn ich weggegangen bin, dann werden meine Leute fasten. Und sie werden Dinge bewegen, die durch nichts anderes sonst Befreiung erleben werden. Jesus sagt, es gibt bestimmte Mächte der Finsternis, die nur durch Fasten gebrochen werden. Und ihr Lieben, wir werden sie brechen in Jesu Namen. Können wir mal ein lautes Amen an dieser Stelle sagen? Es ist wichtig, dass du, dieses hebräische Wort Amen bedeutet ja, so ist es. Es ist eine Bestärkung, eine Bekräftigung dessen, was Gott in seinem Wort sagt. Es ist, glaube ich, wichtig, dass du das tust. Und in dieser Woche wirst du die Nähe zu Gott selber bestimmen. Das ist etwas auch schockierend Schönes. Jakobus sagt im 4. Kapitel, im 8. Vers, naht euch Gott, dann naht sich Gott euch. Gott ist schon so nah, näher geht's gar nicht mehr. Aber wir bestimmen, wie nah wir an ihm dran sind. Wir bestimmen, wie nah wir seiner Stimme sind, seiner Wahrheit, die uns frei macht. Wie nah wir seiner Liebe sind. Wie nah wir seiner Ermutigung und seiner Kraft sind in unserem Alltag. Du bestimmst es, ich bestimme, wenn wir uns ihm nahen, einfach nur ihm die Zeit geben und sagen, Gott, Papa, ich komme jetzt zu dir auf den Schreibtischstuhl. Und wir reden jetzt über die Dinge dieser Welt. Und ich will dir erstmal sagen, wie wunderbar du bist und wie herrlich und wie schön. Es gibt niemanden, der so ist wie du. Du bestimmst die Nähe zu Gott in deinem Leben. Benutze doch das Vaterunser an jedem Morgen neu. Wenn du aufstehst, bestimmst du schon mit, wie der Tag wird? Wenn du sagst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lass es uns freuen und fröhlich sein in ihm. Das ist ein Unterschied, wenn du so im Gebet zu Gott kommst, als wenn du sagst, oh, es regnet draußen, es ist ziemlich kalt, ich habe schlechte Laune, gestern Abend die Pizza hat nicht geschmeckt und ich fühle mich schlecht und depressiv heute. Ihr Lieben, wir können nach unserer Seele gehen oder wir können nach dem Wort Gottes gehen, dass jeder Tag im kommenden Jahr, den du erleben wirst, es wird der Tag sein, den Gott, der Herr, gemacht hat. Und es wird der Tag sein, wo Gott will, dass du dich freust und fröhlich sein sollst in deinem Gott an jedem Tag des kommenden Jahres. Und wer das glaubt, sag mal Halleluja. Gott will, dass du dich konzentrierst im Gebet. Deswegen sagt Jesus, wenn du betest, geh in dein Zimmer rein, mach die Tür zu, lass dich nicht ablenken von Handy, Mandy, Sandy oder wer auch immer und konzentrier dich auf den Vater, konzentrier dich aufs Gebet, konzentrier dich auf ihn, den König des Himmels und der Erde. Und das ist, was uns in unserer Zeit, in unserer Welt mit am schwersten fällt. Die Konzentration, ja, aber da geht das Telefon, das Handy, die Mandy, die Sandy, alles. Alle melden sich plötzlich. Der Teufel sagt, ich bin auch all hier. Du musst noch so viele Dinge tun. Ihr Lieben, eines ist das Wichtigste. Eines ist das größte Tool, mit dem wir alles bewerkstelligen können, was wirklich wichtig ist. Und das ist das Gebet. Wie bei Jesus, wie in der Urgemeinde. Und Gott will, dass du das glaubst. Gott will, dass du es neu für dich annimmst und sagst, das ist, was ich will. Mach es dir bewusst, Gott liebt es, dass du zu ihm kommst und er liebt es, dein Gebet zu beantworten. Er liebt es. Sein Name ist Hörer des Gebets. Wenn du zu Gott kommst, du musst wissen, er liebt es, dein Gebet zu erhören. An dieser Stelle, ich spüre etwas gerade in meinem Geist. Hier sind eine ganze Menge Leute strategisch durch den Teufel belogen worden, dass Gott vielleicht die Gebete anderer Menschen erhört, vielleicht von irgendwelchen Worshippern, die das besonders gut machen, aber deins nicht. Und ich erkläre im Namen Jesus auf der Grundlage des Wortes Gottes, das ist eine Lüge der Finsternis. Gott erhört dein Gebet genauso gerne wie das Gebet aller anderen seiner Kinder.
Und wir reißen diese Festung der Finsternis in Gedanken jetzt nieder in dem Namen Jesu Christi durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich komme gegen dich, du Geist der Gebetslosigkeit, der Lähmung, der Lüge in Bezug auf das Gebet, und ich erkläre dich für null und nichtig gemacht in diesem Augenblick durch die Vollmacht des Heiligen Geistes, und ich löse Brüder und Schwestern rein in die Freiheit für die Herrlichkeit der Gemeinschaft mit Gott dem Vater in diesem Jahr in Jesu mächtigen Namen, und alle sagen Amen. Gebet ist keine religiöse Pflicht, sondern Lebenselixier aus dem Himmel. Ist Freude, Begegnung mit deinem besten Freund. Gebet verändert die Welt. Halte dich an das Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gib uns Versorgung, Vergebung unserer Schuld, befreie uns von dem Bösen. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Das ist mein Lieblingsteil vom Vater unser, ist der Schluss. Die Proklamation der totalen Herrschaft unseres Gottes und seiner Allmacht und Herrlichkeit. Ich liebe ihn so sehr. Und aus Zeitgründen muss ich jetzt schließen, weil eigentlich bräuchte ich noch 2 bis 3 Tage und etwa 5 Nächte. Aber das Wichtigste ist schon passiert. Ich spüre es in meinem Geist. Gebet verändert die Welt und am allermeisten dich. Die Gemeinschaft mit Gott, nichts auf der Welt verändert dich mehr als die Zeit mit dem Herrn. Ich freue mich. Eine Woche liegt vor uns und sie wird ganz viel Auswirkungen in die nächsten Wochen und Monate haben, in das ganze Jahr rein, weil wir beten jede Woche. Wisst ihr, Fastengebetswoche ist für mich ganz wichtig, immer am Anfang des Jahres, in der Mitte des Jahres, zwischendrin und so weiter, aber wir beten jeden Tag, weil Gebet ist wichtig. Das Wichtigste überhaupt. Es ist dein Tool, es ist deine Waffe. Es ist, wie jeder Handwerker sein Instrument hat, so hast du deins. Und es soll nicht im Werkzeugkasten bleiben, sondern es soll in deine Hand kommen. Und du sollst damit arbeiten. Und Gott wird mit dir sein. Ich spüre schon, hey, Gott wird jetzt was tun. Lass uns doch mal gerade zusammen aufstehen. Er ist so stark, so wunderbar hier. Solange wir leben, bis Jesus wiederkommt, werden wir alle, ich zuallererst, aber du eben auch und du am Livestream auch, werden wir alle Ermutigung zum Gebet brauchen. Warum? Woher weiß ich das? Weil Gott sich so viel Mühe gemacht hat, von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten über Gebet zu lehren und zu ermutigen. Die Bibel ist das Gebetsbuch für die ganze Menschheit. Und das sind hunderte und tausende Geschichten und Verse und Inhalte über das Gebet. Und ich habe mir gedacht, warum steht da so viel drin, dass man Wochen und Monate und Jahre braucht, um darüber zu lehren. Weißt du, was Gottes Antwort dafür ist? Weil wir alle, weil Milliarden von Menschen Ermutigung brauchen zum Gebet, weil es so viele Faktoren gibt, die uns entmutigen wollen. Die Umwelt, der Feind, der Teufel, ein kriegsgrämiger Nachbar, irgendwas in deinem Geschäft, mit Finanzen, die Inflation, es gibt viele Dinge. Deswegen sagt Gott, brauchst du Ermutigung zum Gebet. Und deswegen ist das kein Zufall, dass du ausgerechnet heute Morgen hier bist und am Livestream bist oder später die Botschaft hörst. Das ist kein Zufall. Es hat sich Gott so ausgedacht. Und wenn wir gleich beten, in wenigen Sekunden, glaube ich, dass sowas, um es bildlich mal zu sagen, dass Gott dir wie eine Spritze geben wird. Eine Injektion aus seinem Thronsaal. Nicht ich dir, sondern er wird sie dir geben, der Heilige Geist. Begeisterung für Gebet, Glaube für Gebet, für das Wichtigste auf der ganzen Welt, für dein Instrument, für dein Tool, mit der du die Welt veränderst und mit der du selber am meisten verändert wirst. Vielleicht können wir es so machen, alle zusammen, auch am Livestream, dass wir unsere Hände mal ausstrecken zu unserem wunderbaren Vater. Dass wir ihm ein Zeichen geben, so wie es der Apostel Paulus geschrieben hat, lasst uns an allen Orten heilige Hände emporhalten zu ihm, unserem Gott, als ein Zeichen der Ergebenheit zu ihm. Und Vater, während wir vor dir stehen, dem besten Vater auf der ganzen Welt, unserem wunderbaren Gott, dem Gott, der Wunder tut, während wir vor dir stehen und sagen, wir lieben dich, wollen wir dir sagen, Herr, wir nehmen jetzt im Glauben diese Injektion des Heiligen Geistes, eine spirituelle, anabolika-mäßige, powervolle Injektion deines Geistes zum Gebet.
Komm, du Geist des Gebets und des Flehens, und fall, du ganz frisch, ganz neu, mit heiliger Entschlossenheit und Glauben auf alle deine Söhne und Töchter. Füll du ihn mit der Salbung des Gebets und des Flehens, mit der Gemeinschaft zum Vater und zum Sohn und zum Heiligen Geist. Füll du ihn mit Verlangen nach dir. Füll du jeden mit der Herrlichkeit des Himmels, mit der Kraft aus der Höhe, mit himmlischer Energie und deiner Größe und Macht, in dem Namen Jesu Christi. Und wenn du jetzt gerade vor ihm stehst, kannst du die Hände wieder runternehmen, aber die werden manchmal schwer. Und dann möchte ich dich bitten, lass doch die Augen kurz geschlossen. Es hilft manchmal, kannst du sie auch offen lassen, aber es hilft manchmal, die Augen vor ihm zu schließen. Und wenn du etwas Besonderes jetzt hast, wo du mit ihm besprechen möchtest, in den nächsten 20, 30 Sekunden, vielleicht hat das ganz viel mit Gebet und dir persönlich zu tun, dann möchte ich dich jetzt einladen, mit dem Vater zu reden. Sag, Papa, ich muss mit dir über was reden. Also mein Gebetsleben, das muss wirklich aufpoliert werden. Da muss Luft rein. Heiliger Geist, da muss richtig Power rein. Und ich möchte diese Verbindung, diese Drachenschnur fest in meine Hand halten, nicht, dass das Ding mir wegfliegt. Die Verbindung mit dir ganz, ganz eng halten. Vielleicht gibt es ein paar Gedanken, die dir kommen, die dich bewegen, auch wie praktisch das in deinem Alltag aussehen kann. Ich möchte dich einladen, dass du das jetzt mit deinem Vater still in deinem Herzen beredest. Jetzt erheben wir unsere Stimmen, deinem mächtigen Chor, wie ein Symphonieorchester, wie wir es gehört haben. Und lass uns mal in der Sprache zum Herrn singen, die er uns geschenkt hat durch den Heiligen Geist. Und ihn groß machen und ihn verherrlichen. Herrliche, herrliche Atmosphäre des Heiligen Geistes. Jetzt ist alles möglich. Ich freue mich, dass so viele Menschen heute hier sind. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass Gott zum Anfang des Jahres gleich mal auch nochmal seine Macht zeigen will. Gerade dort, wo sie auch am meisten gebraucht wird, nämlich da, wo Schwachheit ist, wo Krankheit ist, wo Schmerzen sind. Wenn du hier bist und du hast Schmerzen in deinem Körper, Krankheiten, Diagnosen vom Arzt. Vielleicht jemand, der nicht hier sein kann und daheim ist oder im Krankenhaus liegt. Dann leg doch deine Hand dorthin.
du Hilfe von Gott brauchst, soweit es dir möglich ist. Und jetzt lass uns mal unseren Glauben vereinigen, alle zusammen, wie eine mächtige Symphonie. Voll fokussieren auf den Herrn, voll. Von ihm kommt die Kraft in großer Macht zu seinem Volk. Jetzt können wir noch mal kurz die Hände so ausstrecken als ein Zeichen. Und jetzt innerlich mitbeten. Du brauchst es nicht laut tun, aber mit Glauben. Und jetzt, Heiliger Geist, beten wir alle zusammen hier, mit allen am Livestream, dass deine mächtige, heilende Kraft in diesem Augenblick auf jeden hier in diesem Raum und am Livestream fällt. Ich spreche jetzt, Vater im Himmel, in dem Namen Jesus, den du uns als wunderbaren Herrn und König über alle Macht der Krankheit gegeben hast. Ich spreche in Jesu Namen zu jeder Krankheit, Schmerzen, chronischen Entzündungen, Krebs, Epilepsie, zu chronischen Fatigue-Symptomen, Post-Covid-Syndrome. Ich spreche in Jesu Namen, ihr müsst jetzt gehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Knochen, Veränderungen, Stopp in Jesu Namen und Wiederherstellung, Schöpfungswunder von Gott, freigesetzt in dem Namen Jesu Christi. Danke, Herr, dass du deine Engel sendest, überall hin in diesem Augenblick, in die ganze Region, überall nach Deutschland mit deiner heilenden Kraft. Ich spüre meinen Geist, wie Joch der Finsternis gebrochen werden. Geister der Krankheiten weichen. Auch diese Seuche, diese Infektion, Bakterien, Viren, die so viele Millionen heimsucht, in Jesu Namen sagen wir Stopp durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Heiliger Geist, such du die Menschen heim mit einer mächtigen Salbung, die das Joch zerbricht. Ich erkläre, die Macht der Finsternis wird zerbrochen durch die Salbung des Heiligen Geistes hier an diesem Ort. Und überall, wo Menschen im Glauben jetzt vor dir stehen, Vater, offenbare du deine Herrlichkeit und deine Macht. Wir proklamieren über diesem Jahr, das vor uns liegt, Herr, dass bei jedem Einzelnen hier in diesem Raum, bei jedem am Livestream, bei jedem Einzelnen, der nicht heute hier sein kann, dass dein Wille geschieht, Vater, dein vollkommener, perfekter Wille in diesem Jahr. Vater, ich bete, dass alles, was du geplant hast, für jeden Einzelnen, für jede Familie, dass es zustande kommt und geschieht durch die Kraft deines Geistes. Ich bete, dass jedes Hindernis aus dem Weg geräumt wird, dass die Berge weichen und die Hügel fliehen und die Täler aufgefüllt werden. Ich rufe prophetisch aus über jedem Einzelnen, über jeder Familie, Herr, dass deine Präsenz, deine manifeste Gegenwart, deine wunderbare, herrliche Präsenz jeden erfüllen soll in diesem Jahr. Ich bete auch um deinen persönlichen, besonderen Schutz für jeden Einzelnen. Sei du wie eine feurige Mauer um jeden Einzelnen herum. Bewahre und beschütze du jeden Einzelnen vor Unglücken, vor Unpässlichkeiten, vor Attacken des Feindes. Denn keine Waffe, die sich gegen uns erhebt, soll erfolgreich sein. Wer das glaubt, sag ein lautes, lautes, lautes Amen. Komm, wir geben Jesus mal einen mächtigen, mächtigen, gewaltigen Applaus. We give a praise. Ich würde gerne noch etwas tun. Viele, viele Menschen haben Angst in dieser Zeit. Sorgen in dieser Zeit. Dinge, die sie bedrücken und runterziehen wollen und damit weg von Gott ziehen wollen, der uns auf Bergeshöhen stellen will. Und wenn du so jemand bist, ich möchte so viel Mut jetzt machen, wir beten alle zusammen jetzt gleich für dich. Wenn du unter Schwermut leidest, Traurigkeit, Depressionen, wenn du irgendwie keine Hoffnung mehr hast, hier ist irgendjemand, der total die Hoffnung verloren hat. Irgendwas ist auch zwischen den Jahren passiert, was ihn oder sie richtig kaputt gemacht hat oder kaputt machen wollte.
Wisst ihr was? Wir beten jetzt dafür. Wir werden das brechen in Jesu Namen. Können wir nochmal unsere Hände für die Menschen, die da Hilfe brauchen, zusammen erheben. Auch am Livestream, ja, wenn du dort bist. Auch später, wenn du das anschaust, du sollst den Touch des Himmels jetzt bekommen. Und Vater im Himmel, wir wissen, aufgrund deines Wortes, deine vollkommene Liebe vertreibt, katapultiert weg, zerstört alle Angst und Furcht. Deine vollkommene, erfahrene Liebe. Und wir beten jetzt, Herr, dass dieser Geist der Angst und Furcht, der Geist der Depression, der Menschen zerstören und kaputt machen will, dass auch ein suizidaler Geist, Herr, wir beten, dass er sie jetzt wegkatapultiert wird in deinem mächtigen Namen. Und Jesus, in deinem Namen sprechen wir zu dieser Macht der Finsternis, zu dieser Macht der Angst und Furcht, dieser Phobien. Ihr geht jetzt in dem Namen Jesu Christi, ihr verflüchtigt euch durch die Kraft des heiligen Namens Jesus. Und wir setzen Menschen frei durch die Vollmacht, Vater, die du uns gegeben hast. Wir segnen jeden mit der Fülle deiner erlebten Liebe heute an diesem Tag. In dem Namen Jesu Christi. Wow, was für eine Kraft ist hier. Ich finde, wir sollten heute nochmal unserem Herrn am Anfang des Jahres, so wie die damals das bei Jericho gemacht haben, wir sollten ihm nochmal so einen Siegesjubel, so einen richtigen Siegesschrei geben. Und du solltest dich darauf einstellen, dass dieser Siegesschrei in diesem kommenden Jahr multibel zu hören sein wird. Die Bibel sagt, da ist Jubel vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Und wenn du nicht in der Hütte wohnst, herzlichen Glückwunsch, ja, dann kannst du einsetzen in den Häusern, in den Wohnungen, in der Hochhauswohnung der Gerechten wird Jubel sein. Und da du nicht weißt, was in diesem Jahr auf dich zukommt, niemand weiß das auf der ganzen Welt außer Gott. Deswegen fangen wir schon mal an zu jubeln in Bezug auf das, was Gott an Gutem tun wird. Ich zähle runter von 3, 2, 1 und dann wollen wir unserem König, wie damals in Jericho, als sie drumherum gelaufen sind und dann die Mauern einfielen, wollen wir ihm unseren besten Jubelschrei prophetisch für dieses Jahr geben. 3. Wir glauben, dass die Mauern total gefallen sein werden. 2. Gott ist mit dir, hat dir eine Stimme gegeben. Die Bibel sagt, rufet laut mit Jubelschall. 1. Lass deine Stimme hören. Los geht's. Möchte ich gerne noch etwas tun. Vielleicht sind Sie heute zum ersten Mal überhaupt in so einem Gottesdienst. Vielleicht wussten Sie gar nicht, dass es sowas gibt, so einen Gottesdienst, ja, mit so vielen begeisterten, tollen Leuten und auch lieben Leuten, gut aussehenden Leuten, internationalen Leuten, große und kleine und kluge und eher so wie bei mir, nicht ganz so klug, aber trotzdem begeistert. Und wir gehören alle zusammen, weil wir zu einem Gott gehören, der uns geschaffen hat, der uns wunderbar gemacht hat. Vielleicht haben Sie nicht gewusst, dass es einen Gott gibt, der Sie lieb hat, der gekommen ist, unser Leben aus dem Verderben zu erlösen und uns neues Leben zu geben, Hoffnung zu geben, ewiges Leben zu schenken. Und ich möchte Ihnen sagen, heute Morgen, in diesem Augenblick, ist Gott dabei, Ihr Herz zu berühren und zu erreichen. Und er ruft sie. Er sagt, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich möchte dir jetzt ewiges, neues Leben schenken. Wir machen es bei uns oft so, dass wir gerne die Augen in so einem Augenblick schließen, auch als Ehrerbietung Gott gegenüber und auch denen, die vielleicht eine Entscheidung treffen wollen.
Ich möchte uns einladen, dass wir kurz die Augen schließen. Ich möchte fragen, wer ist heute Morgen hier in diesem Augenblick, der sagt, ich möchte jetzt ganz bewusst, gleich im ersten Gottesdienst dieses Jahres, ich möchte mein Leben Gott weihen. Ich möchte mein Herz in die Hände von Jesus legen. Ich möchte, dass er der Herr meines Lebens wird. Ich möchte ihn darum bitten, dass er mir alle meine Schuld vergibt und mir sein ewiges neues Leben schenkt. Wenn Sie das möchten, wenn Sie das auf dem Herzen jetzt haben, darf ich Sie bitten, dass Sie eine Entscheidung des Glaubens treffen und dass Sie Gott ein Zeichen geben. Ich darf Sie bitten, dass, wo Sie gerade sind, Ihre Hand, dass Sie Ihren Arm weit ausstrecken als ein Zeichen zu ihm und sagen, Jesus, hier bin ich. Mach du mein Leben heute neu. Wenn Sie das möchten, strecken Sie einfach jetzt Ihre Hand aus. Ich sehe so viele, viele, viele Hände. So viele Menschen. Auch oben auf der Empore, so viele. Und lassen Sie Ihre Hand einfach kurz ausgestreckt. Wenn noch jemand da ist, der seine Hand nicht ausgestreckt hat, strecken Sie sie einfach dazu. Weil Gott sieht nicht nur die Hand, sondern auch das Herz, was dahinter ist. Und jetzt würde ich gern mit uns dieses Gebet der Weihe und der Hingabe an Gott zusammen sprechen. Ich möchte uns einladen, alle zusammen, dass wir es laut mitbeten. Ich bete es uns laut vor und dann sprechen wir zu ihm dieses Gebet. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du mich lieb hast. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist, damit mir vergeben wird. Komm jetzt in mein Herz. Sei mein Herr und Gott. Erfülle mein Leben mit deiner Gegenwart. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich bist und dass du jetzt der Herr meines Lebens bist. Willkommen in meinem Herzen. Amen. Amen. Wollen wir all denen, die ihre Hand ausgestreckt haben, einen mächtigen, mächtigen Applaus geben. Wir freuen uns.